willkommen zurück bei Wissen to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Nachdem wir in unserem letzten Video ausführlich über das Thema Drogen und Sucht gesprochen haben, möchten wir heute etwas aktiver werden. Viele von euch werden sich die Frage stellen, welche Möglichkeiten habe ich nach dem Abitur Sport zu machen und wie lässt sich das mit Ausbildung oder Studium vereinen? Wir stellen euch drei Varianten vor, Sport in euren Alltag einzubringen. Da ist garantiert für jeden etwas dabei. Gratis und unabhängig Sport machen. Hört sich für viele an wie ein Traum, ist aber Realität. Vor allem für Studenten und Auszubildende ist die kostenlose Alternative zu Vereinssport und Unisport ein Segen. Unter eigeninitiiertem Sport verstehen die meisten nur den Besuch im Fitnessstudio oder die selbstständige Joggingrunde. Der Begriff Trimm dich fad ist für viele kein Fremder. Aber wer hat auf einem solchen schon mal trainiert? Ich bin hier gerade in der Nähe vom Rheinenergie-Sportpark am Decksteiner Weiher. Hier soll man kostenfrei und flexibel trainieren können und das werde ich jetzt mal ausprobieren. Da sich Trimm-dich-Pfade immer in Wäldern befinden, ist man beim Training stets an frischer Luft. Damit verbunden existiert aber auch eine Abhängigkeit vom Wetter. Zusätzlich kann hier auch eine Joggingrunde ins Training eingebaut werden. Hier musst du dich auf niemanden verlassen, abgesehen von dir selbst. Du bist unabhängig und kannst trainieren, wann immer es deine Zeit zulässt. Ein weiterer Vorteil des Trimm-dich-Fahrt-Trainings liegt in der Variabilität der Übungen. Durch den Mix aus Ausdauer, Balance und Dehnübungen ist ein optimales Training für Herz-Kreislauf-System und Muskeln gegeben. Wir halten fest: Trimm-dich-Pfade können nicht nur kostenlos benutzt werden, sondern bieten auch Abwechslung und Spaß in der freien Natur. In Köln gibt es mehrere solcher Pfade. Ein paar Adressen findet ihr hier. So habt ihr unter Umständen zwar eine längere Anfahrt, Langeweile kommt aber garantiert nicht auf. Hier spielt es keine Rolle, wie sportlich du bist. Unabhängig von deiner Kondition und deinem Alter kann das Training deinem Belastungsniveau angepasst werden. Unterstützend sind dafür die erklärenden Benutzungstafeln an den verschiedenen Stationen, die Übungsbeispiele und allgemeine Trainingstipps bereithalten. Mir persönlich hat das Trainieren auf dem Trimm-dich-Pfad am Decksteiner Weiher sehr viel Spaß gemacht und ich sehe es schon als Alternative zum Fitnessstudio an. Wenn aber alleine trainieren bzw. selbstständiges Trainieren keine Option für euch ist, dann hat Tim jetzt eine Alternative, wie ihr Studium und Sport perfekt verbinden könnt. Danke, Max. Uni und Sport. Ist das wirklich einfach zu verbinden? Geht das? Das werden wir heute zusammen herausfinden. Jetzt befragen wir erstmal eine Studentin, die uns erklären möchte, wie sie Uni und Sport verbindet. Auf geht's! Ganz einfach durch Unisport. Bei Unisport bieten Hochschulen verschiedene Sportarten für deren Studenten und Mitarbeiter in privaten Sportzentren an. Das ist wichtig für die Gesunderhaltung und zur Freizeitbeschäftigung. Ich finde, das ist eine super Lösung, Sport und Uni miteinander zu verbinden. Bei Unisport in Köln gibt es einmal kostenpflichtige Kurse und einmal Sportticketkurse. Die kostenpflichtigen Kurse sind zeitlich begrenzt und dafür muss man sich separat anmelden. Dabei variieren die Preise je nach Sportart. Bei den Sportticketkursen ist es so, dass man pro Semester 15 Euro bezahlt und dann alle Kurse nutzen kann, also die nicht zeitlich begrenzt sind. Und dafür muss man sich auch nicht mehr separat anmelden. Und ich finde, das ist eine super Lösung, da 15 Euro für jeden Studenten machbar sind. Nachdem wir jetzt wissen, wie man generell Uni und Sport verbinden kann, erfahren wir jetzt von einem guten Freund von uns, der Eishockey über Unisport Köln spielt, ob Unisport auch weiterempfehlenswert ist. Ich heiße Jan, ich bin 20 Jahre alt und ich studiere Fahrzeugtechnik im vierten Semester und ich spiele seit zwei Semestern Eishockey in dem Unisportprogramm. Ja, also mir macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß. Meine Leidenschaft ist Eishockey und da ist es dann halt echt einfach, Kontakte zu knüpfen, weil wenn man die gleiche Leidenschaft teilt, dann ist halt einfacher, ein Thema direkt zu finden und so ist auch einfacher, neue Freunde zu finden und Kontakte zu knüpfen.
also ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen, weil das Uni-Sportprogramm hat halt einfach ein riesiges Angebot. Das war mir selber gar nicht bewusst. Deswegen habe ich auch zu spät meiner Meinung nach damit angefangen. Ich hätte es gern früher gemacht. Und es hilft halt einfach, sich zu integrieren in der Uni selber und generell im sozialen Leben in Köln. Also, fragen wir uns nochmal, ist es einfach, Uni mit Sport zu verbinden? Wie wir gerade deutlich mitbekommen haben, ist es für Studenten ganz einfach, seine sportlichen Interessen mit dem Unileben zu verknüpfen und soziale Kontakte kommen dabei einfach schon automatisch. Egal, ob Student oder nicht, es gibt auch einen anderen Weg, deine sportliche Begeisterung mit Leuten zu teilen und soziale Kontakte zu knüpfen. Dieser andere Weg heißt Vereinssport. Und natürlich werden wir den euch auch vorstellen. Ja, danke Tim. Bei uns dreht sich heute alles rund um den Vereinssport. Wir stehen ja auf dem Vereinsgelände des SV Breinig in Aachen. Und hier steht vor allem eins im Vordergrund, der Zusammenhalt und der Teamgeist innerhalb der Mannschaft. Und wie man das erreichen will, das hat unser Athletiktrainer Kilian Simon verraten. Ja, mein Name ist Kilian Simon, ich bin 23 Jahre alt, bin seit 15 Jahren jetzt im Verein, bin seit letztem Sommer Co-Trainer der ersten Mannschaft und bin Athletiktrainer für den Senioren- und Jugendbereich im gesamten Verein tätig. Der SV Breinig ist ein Verein für Fußball und Tischtennis. Mit seinen rund 600 Mitgliedern zählt er zu den mittelgroßen Vereinen in Deutschland. Jedes Mitglied bezahlt jährlich einen Mitgliedsbeitrag. Kinder und Jugendliche bezahlen 87 bzw. 72 Euro. Senioren bezahlen 114 bzw. 108 Euro. Und der Verein bietet noch einen Familienbeitrag an, der zwei Kinder und einen Erwachsenen im Verein beinhalten. Sie bezahlen 198 Euro. Neben dem Ganzen haben wir noch kleine Veranstaltungen, die wir im Jahr ausrichten. Für die Kinder zum Beispiel das Oster- und das Herbstcamp. Da bin ich jetzt beim 10. Mal schon als Trainer dabei, habe bisher alle mitgenommen. Da bieten wir über 3 Tage ein kleines Camp für die Kinder an. In Deutschland existieren über 90.000 Sportvereine mit mehr als 27 Millionen Mitgliedern. Der Lieblingssport bei den Jungs ist der Fußball, wobei die Mädchen lieber turnen gehen. Das Ziel des Freizeit- und Breitensports ist das Erleben von Vergnügen, Geselligkeit und Gesundheit. Lediglich im Spitzensport steht der Leistungsgedanke unumstritten im Vordergrund und es geht in erster Linie um Anerkennung. Die Werte, die deutsche Vereine vermitteln wollen, sind Toleranz, Fairplay und Gemeinschaft. Ich denke, dass der soziale Aspekt mit das Wichtigste bei uns im Verein ist. So ein kleiner Verein, der trotzdem so hoch spielen will und leistungsorientiert ist, funktioniert nur auf der einen Seite über Sponsoring, das bei uns aber sehr klein gehalten wird, und auf der anderen Seite über den sozialen Aspekt, sprich Trainer, die sich engagieren, freiwillig, die ganzen Helfer drumherum im Vorstand, in der Jugendarbeit und natürlich, dass einfach jeder willkommen ist. Jeder Spieler darf bei uns spielen, der möchte, egal ob im Jugend- oder im Seniorenbereich, es wird ein Platz für ihn gefunden. Und da ist der soziale Aspekt einfach mit das Wichtigste, was wir im Verein haben, würde ich sagen. Ja, das Gemeinschaftsgefühl in einem Verein ist so ziemlich das Wichtigste und auch das Beste. Und ich zum Beispiel bin jetzt in die zweite Mannschaft hochgegangen und die Jungs haben mich super aufgenommen und fühlt sich direkt wohl. Und das ist halt das Wichtigste, dass man sich wohlfühlt. Ja, Sport und Gemeinschaft, das gehört einfach zusammen, wie wir gesehen haben. Wie Spieler und Trainer hier zusammenarbeiten, ist einfach schön zu sehen und sicherlich auch für euch zu Hause interessant. Damit gebe ich wieder zurück zu Ann-Marleen. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Wir hoffen, ihr fühlt euch gut informiert und seid auch nächstes Mal wieder mit dabei. Dann dreht sich alles um eure Gesundheit. Das dürft ihr nicht verpassen. Bis dahin, macht's gut!